Warte, wovon hatte ich es gerade? Achso, ja, dass ich mit dem Handheld mal rausgehen kann und mal die Sonne sehen kann. Aber sonst, wenn halt echt die ganzen geilen Sachen kommen, mache ich echt den Otaku. In, falls ihr nicht wisst, dass ein Otaku ist, das ist in der Fanszene inzwischen schon fast ein Dings, wie heißt denn das? Ein Kompliment. Aber eigentlich bezeichnet das jemanden, der auf reales Leben und auf Kontakte knüpfen nicht wirklich viel Wert legt und halt irgendwie in seiner kleinen Zimmerwohnung hockt und umgeben ist von nerdigen Kram, also sprich irgendwelche Bettwäsche mit aufgedruckten Anime-Girls und irgendwie die ganze Zeit im PC und keine realen Kontakte, wie gesagt. Ein Zimmer-Apartments und so Geschichten. Also man würde Loser dazu sagen, wenn ich nicht in der Gefahr wäre, selber einer zu werden. Also im allgemeinen Verständnis wäre das bestimmt ein Loser, aber es ist halt in Japan Otaku. Ist halt in Japan auch kein wirklich freundlicher Begriff. Ja. Und zu so einem werde ich halt dann auch irgendwann wahrscheinlich. Ich mache dann meinen Doktor und dann noch meinen Professor in Ethnologie und dann, wenn ich mich dann auf meinem akademischen Grad und meinen vielen Milliarden Euro, die ich dadurch verdient habe, ausruhen kann, mache ich das dann. Verbringe ich meinen Lebensabend in so einem kleinen, stickigen Einzimmer-Apartment mit super schnellem Internet und einem Arsch voll Spielen. Oh, das klingt geil. Ehrlich, das klingt total geil. Ich bin eh nicht so der Mensch, der so gerne draußen ist. Also ich meine, ich bin schon echt gern draußen, weil ich die frische Luft gern hab und so. Aber ich mag es halt irgendwie nicht so wie so Sonnenanbeter in der Sonne zu hängen und mich da brutzeln zu lassen. Da bin ich nicht der Typ für. Oder Waldspaziergänge. Ich kann ja mit Insekten überhaupt nicht umgehen. Deswegen, oder Zelten, oh mein Gottes Willen. Zelten ist, ich war nicht oft Zelten, aber wenn ich Zelten bin, dann erwische ich grundsätzlich diese einzige Stelle, wo ein Erdhügel ist. Und dann liege ich dann mit meinem Steißbein oder meiner Rippe oder sonstigen irgendwelchen empfindlichen Körperteilen drauf. Und egal, wo ich mich hinrolle, dieser Erdhügel kommt mit. Und deswegen mag ich kein Zelten. Auch mal abgesehen von der Tatsache, dass ich nicht wirklich duschen kann. Dort auf irgendwelchen Zeltplätzen oder in irgendeiner Pampa oder so. Ich bin halt eher der Hoteltyp mit meinem Zimmer und meinem Bett und meinem Fernsehprogramm und... Ah, ja, das finde ich schön. Ah, verpisst euch. Ah, fuck. Ich muss ja eigentlich Tiere killen, aber gegen Löwen habe ich irgendwie nicht so wirklich Bock zu kämpfen. Deswegen schiebe ich mal meinen hübschen Bürzel hier aus, wo bin ich gerade? Yamanote, genau. Und versuche nicht daran zu denken, dass mich gerade eine ganze Löwenfamilie verfolgt. Verdammte Axt. Aber die verfolgen mich gerade. Doch, tun sie. Hätte ja sein können. Okay, ich wollte die jetzt eigentlich im Laufen umbringen, aber es hat nicht sollen sein. Fuck. Ja, verfolgt irgendwas anderes. Lass mich in Ruhe. Scheiße, ich sehe es kommen. Sobald ich die Karte wieder aufrufen kann, sehe ich irgendwelche 30 Tiere hinter mir. Das wird doch garantiert so sein. Es muss so sein. Ich lebe ja immerhin schon über 20 Jahre. Wir gehen hier auf den Sack. Oh Mann, ey. Aber irgendwie holen sie mich gar nicht so sehr ein. Habe ich das Gefühl. Ah, da ist ein Geschenk. Oh, das ist nur der eine. Das ist nur der eine. Oh, ein Niederkleidchen sieht. Okay. Ach, das war nur der eine. Ja, toll, ich soll gar nicht weglaufen brauchen. Scheiße. 8-mal markieren, 20 Tiere. Ich muss noch 4-mal markieren, 19 Tiere. Ja, das wird wahrscheinlich nix. Und was ist dann das nächste? 8-mal markieren, einmal Generation Shibuya Bahnhof. Okay, dann mache ich doch lieber das. Weil dann markiere ich jetzt durch, gehe nach Shibuya Bahnhof und gucke dann, ob ich irgendwo in dieser ganzen Ecke das Elefantenrevier dabei war und ich mich nicht mit den Elefanten kloppen muss. Wobei ich ja sowieso jetzt kämpfen muss um mein Leben. Also vielleicht werden es doch 20 Tiere. Aber ich kämpfe nicht gegen jede Menge Löwen oder so. Sondern nur gegen Tiere, die klein sind und die ich eine Chance habe. Also keine Krokodile und keine Dinosaurier. Oh, hier, es gibt's doch nicht, ey. Wie mich alles an den Kragen will, ey. Unfassbar. Aber ich bin noch zu viert. Gleich wahrscheinlich nicht mehr. Scheiße, verpiss dich, Strauß, ehrlich. So, das war jetzt irgendwie blöd, weil mich jetzt nämlich alles angreifen will. Aber ich mache mich hier mal so ein bisschen aus dem Staub. Fuck, ein Elefant. Naja gut, Elefanten sind okay. Also noch sind sie zumindest okay. Ich sollte mal was essen. Essen. Nom nom nom. Trottel, ey. Ah! Ah, was ist das? Ach so, Axis. Ja, warum wollen die mir denn an den Kragen? Ich habe doch Antilopen gekillt. Hä? 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 Gegen was kämpfe ich denn eigentlich gerade? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich.
Okay. Offenbar gegen gar nichts. Naja, gut. Dann kämpfe ich eben gegen gar nichts. Umso besser. Okay. Gut, ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, zeitlich gesehen, jetzt noch in 5 Jahren irgendwelche 15 Tiere umzubringen. Deswegen markiere ich einfach durch, laufe nach Dings, Shibuya. Das ist ja sowieso auf dem Weg. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass das, wo bin ich eigentlich? Habe ich da nicht markiert? Oh, ich doofe Kuh, ey. Und dann hoffe ich, dass das Dings dabei ist, das Elefantenrevier. Ich wollte es hier eigentlich markieren, weil dann natürlich die Chance besteht, dass das Revier dabei ist. Und ich es geschafft habe. Also ich bin ja sowieso erst 5. Also 10 Jahre dürfte ich auf jeden Fall noch überleben. Deswegen, wir gucken einfach mal. Ich lasse einfach das Glück entscheiden. Ich meine, das Glück ist sowieso nicht auf meiner Seite, was Tokyo Jungle angeht. Aber ab und zu vielleicht mal. Oh ja, ich bin eine Hyäne. Ei, der frisst ja meinen Cousin rum. Arschloch. Okay, also zu essen gibt es ja auf jeden Fall einen Arschloch. Das finde ich gerade mal super klasse, dass es hier so schön viel zu essen gibt. Weil dann besteht wenigstens nicht die Chance, dass ich an Hunger abnippel. Wird wahrscheinlich sowieso früher oder später passieren, weil ich genau weiß, dass sobald ich diese 30 Jahre Überleben-Marke überschritten habe, es nichts mehr zu essen gibt und überall nur noch Beeren. Das ist doch immer so. Ah, wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Wo ist es? Da. So. Aber momentan ist alles noch cool. Cool und easy. Ach, ich habe 8-mal markiert. Ah, das ist ja praktisch. Okay, ich dachte, ich muss noch nach Shibuya Wald und markieren. Okay, ja, dann warte ich die 4 Jahre noch. Lauf so lange nach... wobei ich hier mal gucken kann, ob ich nicht vielleicht doch ein paar Tiere killen kann. Wie viel muss ich denn noch? Noch 7. Ja, mal gucken, vielleicht wird's ja. Ich muss jetzt nicht unbedingt. Mal schauen. Ich laufe jetzt erstmal nach Shibuya Wald und lasse es einfach auf mich darauf ankommen. Oh, es ist verschmutzt. Ach so, ja, ist ja aber Note. Na gut, da renne ich jetzt sowieso gleich raus. Verpisst euch. Hier ist nicht verschmutzt. Na, ist ja praktisch. Super. Ist mir das Glück doch noch ein bisschen hold? Ich will gar nicht drauf hoffen. Ich fresse aber einfach alles, was sich mir so in den Schnabel schmeißt. Gibt's überhaupt was zu essen? Na, ein bisschen. Meinetwegen. Markiere alles auf meinem Weg durch, weil könnte ja Elefantenrevier sein. Ja, mal gucken. Oh, fuck! Fuck. Fuck. Ein Tiger. Es musste ja auch unbedingt ein Tiger sein, verdammte Axt. Aber ich bin offenbar erfolgreich entkommen. Also offenbar hat er keinen Bock, Strauße zu verfolgen. Ja, Strauße verfolgen ist ja auch langweilig. Er will schon Strauße verfolgen, komm schon. Kann ich da irgendwie lang? Das ist wahrscheinlich genau der Weg, den ich nicht lang kann. Wenn ich jetzt aber trotzdem mal verzweifelt versuche zu gehen. Kann ich da lang? Tatsächlich? Fett. Ich bin immer noch zu viert. Mein Gott, was ist denn los gerade? Sollte das, ich wage es kaum auszusprechen, genauso wie meine Trainerin uns nicht lobt, weil sobald sie uns lobt, ist das alles für den Arsch. Ich habe es noch nicht mal ausgesprochen, dass das ein guter Run werden könnte. Ah, zu spät. Egal, mir will sowieso alles den Bürzel abreißen. Los, Männer, auf geht's. Ich finde die Pinguine aus Madagaskar so geil. Los, Männer. Immer nett lächeln und winken. Was will denn... Ach so, das war ein Löwe. Na, ja, der scheißt. Ach nee, Wolf. Ja, scheiß drauf. Also, sobald ich... Ich dürfte eigentlich sogar mit dem 31. Jahr Shibuya Bahnhof erreichen. Oh, das wäre ja fett. Das wäre... Punkt genau getimt. Getimt! Quasi einen Gordon Ramsay würdig. So, du wirst noch dran glauben. Wenn ich dich mal treffe mit meinem Schnabel. Na komm, danke. So, und jetzt begeben wir uns nach... Shibuya Bahnhof, genau. Wenn man das so lange spielt, das würde mir vielleicht mal ganz gut tun, so eine kleinere Pause in Tokyo Jungle einzulegen. Ich werde es aber auf jeden Fall auch beim Privat weiterspielen, wenn ich es dann irgendwann mal nach gefühlten 300 Folgen beenden sollte. Ich bin ja jetzt schon fast bei der 200. Folge, das ist voll abnormal. Ich weiß nicht, wievielte Folge wird das denn jetzt? Keine Ahnung, die 12. Die 1200. wird das jetzt. Und das ist einfach mal voll krass. Und wenn es halt irgendwie so nebenbei so vor sich hin plätschert, kann es durchaus sein, dass es wirklich bis 300 Folgen geht. Keine Ahnung. Genug zu tun habe ich hier. Wie alt bin ich denn? 9. Ah, langt.
Lasst euch überraschen. Also wenn ihr dann irgendwann Tokyo Jungle bei YouTube eingibt und Part 578 rauskommt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das von mir ist.